Kannst du das Meme auf Bayerisch nachstellen? Er holt Fanta, er holt Fanta, er holt Paulana Spezi, ich hol Mezzomix, er holt Adler Holzner, Digga, was ein Huren. Bro, du hast kein Mezzomix geholt, sondern Mezzomix Zero. Also der Hurensohn in dem Fall, es tut mir wirklich leid, aber der bist du. Mein Gott. Aber, ja na klar, natürlich kann ich diesen Clip mal auf Bayerisch nachstellen. Solon, zockt mal her, was ist das Einkauftop? Ah, sauber, Augustina, das ist ja schön. Oh, Franziskaner, ja so ist recht. Was, alkoholfreies? Leg mich du am Arsch jetzt. Alarm. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Ja, du hast mir geschafft. Ich würde sagen, lehne ich jetzt zurück und lass dich mal in den nächsten Minuten hoffentlich gut unterhalten. Denn wie immer konntet ihr mir auf Twitter alles mögliche fragen und ich muss jede dieser Fragen beantworten. Bist du gerade betrunken? Ja, ich verweigere die Aussage. So, jetzt legen wir mal los. Eure Fragen, meine Antworten darauf. Los geht's. Bist du zufrieden mit der Resonanz auf dein neues Format? Ja, ich habe diesen Freitag die allererste Folge von CEO mittendrin hochgeladen und ich sag's euch ganz ehrlich, normalerweise, wenn man als YouTuber auf seinem Kanal etwas völlig anderes mal ausprobiert, dann wird man in der Regel schon ordentlich gefistet. Nee, aber die meisten von euch haben die erste Folge ja schon ordentlich gefeiert und die nächste wird tatsächlich sogar schon mit Wix sein. Die darauf folgende dann wird mit Waspel sein hoffentlich und die wiederum darauf ist schon fest geplant mit Hübi. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Hast du Zukunftsängste? Ja, natürlich habe ich Zukunftsängste. Ich glaube, jeder von uns hat das mal, also der eine weniger, der andere häufiger natürlich. Ich habe sogar manchmal voll die unlogischen Zukunftsängste, dass ich wirklich so am Stück nur noch falsche Entscheidungen treffe und irgendwann dann so ganz arm unter einer Brücke ende oder so. Hat jemand einen Euro für mich? Verpiss dich, du Hurensohn! Alter, warum so unhöflich? Stück Scheiße. Editiert dich als Ziege, welche einen Berg erklimmt. Leute, findet ihr nicht auch, dass Ziegen echt heftige Ficker sind? Ich meine, die erklimmen die extremsten Steigungen nur, um so ein bisschen an einem Stein rumzulutschen oder so. Ey, schaut mich an, ich meine, gerade rumstehen kann doch jeder. Oh, Schmutz, Digga. Wir brauchen mehr Frenchcore-Einspieler. Ey, warum hat es 172 Folgen gedauert, bis jemand mal so eine intelligente Frage stellt? I don't fucking know. Du bist ein gottverdammtes Genie. Ihr seid ein verfluchtes Genie. Das war eine hochintelligente Antwort. Sie haben wohl einen Intelligenzquotienten von 160. Sie sind eine außergewöhnliche Begabung. Nee, aber komm, schauen wir doch einfach mal, was wir so für Frenchcore-Einspieler basteln können. Diese Maßnahmen sind befristet. Sie gelten bis Ende November. Ich bin Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, trete jetzt an. Und wie wir uns für den Fall, den wir alle versuchen zu verhindern, dass wir nämlich die Wahl gewinnen, wir werden nach der Pandemie eine Bestandsaufnahme machen müssen, wie wir dastehen. Und da wird eine Menge verändert. Herr Laschet, wer hat denn jetzt 16 Jahre regiert? Das hat doch damit nichts zu tun. Doch? Nein. Doch. Nein, 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 nein. Das hat damit auch zu tun. Ja, doch. Gut, dass wir uns darauf. Ja. Laschet ist wirklich so ein Meme-Generator, das ist einfach nur Wahnsinn, oder? Ganz ehrlich, jetzt wird es Zeit für die Insta-Time. Ja, stimmt, komm. Du hast recht. Insta-Time. So, ich hau jetzt auf Instagram in einer Story eine kleine Frage raus und später im Video schauen wir dann, was da für Antworten zurückkommen. Ich bin sehr gespannt. Ihr Leute, Zeus hier, willkommen zu Insta-Time. Jetzt mal reinschreiben in die Kommentare, was war in den letzten Jahren so euer Lieblingsmeme? Kann alles Mögliche sein. Einfach mal reinschreiben jetzt sofort und würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich schon bald und dann bis dann. Alter, könnt ihr das sehen jetzt gerade? Mein Handy hat so Risse über die Kamera direkt. Das habe ich hier voll die geilen, unbeabsichtigten Lensflares. Ist ja mega wie so ein Insta-Filter. Egal, bis dann. Schon mal überlegt, von Bier zum Grünen zu wechseln? Boah, ich weiß nicht. Ich meine, mit einem halben Bier bekommt man wenigstens doch irgendwas gebacken, wie zum Beispiel Drehbuch schreiben. Oh, und dann lass die Katze Bierpong spielen. Der Einspieler kann nur geil werden, ja. Ich meine, stoned würden meine Drehbücher vermutlich einfach nur noch so aussehen. Jo, das Video geht so los. Und bevor wir so ganz energiegeladen hier rumbrüllen, bleiben wir lieber mal ganz gechillt. Am besten fordere ich meine Zuschauer damit auf, sich mit mir zusammen auf den Boden zu legen, weil der Boden ist so schön glatt und kühl und vor allem so schön glatt. Wie mein Fußboden wohl schmeckt. Vielleicht müsste ich den mal ablecken, um zu erfahren, wie so ein Fußboden schmeckt. Ja, ich will es wirklich wissen. Ich habe gesagt, ich lecke meinen Fußboden und beschreibe meinen Zuschauern, wie der schmeckt. Katzenhaare. Oh, Schmutz, Digga. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du kein YouTuber geworden wärst? Naja, ich sag jetzt mal so, ein Szenario kennen wir ja schon mal jetzt. Eventuell könnte ich ja so eine Stelle bei Simon Unge bekommen oder so. So zum Beispiel als bayerischer Berater. Theo! Theo! Ich muss jetzt hier einen Bayer holen. Ich brauche jetzt hier einen Bayer. Ich brauche deine bayerische fachkundige Einschätzung. Aber wenn ich mal was getrunken habe, dann war es höchstens mal so ein leichtes Weizen. Aber das ist, glaube ich, her 10 Jahre. Ich glaube, der ist dreist und einfach kein braver Mo. Also der
den kannst du weiterhauen. Ja, vielen Dank. Wenn irgendwas ist, ich werde sie wieder zu Rate ziehen, Herr Bayer. Ich bin mal zu Stände hier. Sehr gut, das ist wichtig, weil manchmal kommen bayerische Clips, da braucht man auch Fachpersonal. Ja, unbedingt. Sehr gut, sehr gut. Bist du ein Echsenmensch? Mich beschäftigt, dass wir bei der Wahl nicht den Besten, sondern das kleinere Übel wählen müssen. Ja, ich weiß, die Wahl fällt hier wirklich super schwer, aber zum Glück gibt es ja solche Tools wie Wahl-O-Mat zum Beispiel. Also vielleicht hilft das ja dann bei euch, falls ihr noch unsicher seid. Das Zeitalter der Menschen ist vorbei, die Zeit der Orks ist gekommen. Ich stimme zu, neutral, stimme nicht zu, These überspringen. Boah, Alter, gute Frage, ne? Ich glaube, an der Stelle kommen wir lieber zu Insta-Time. Insta-Time. So, die Frage war ja, welche Memes gefallen euch so am besten? Und mal schauen, was da für Antworten so zurückkamen. VR16220 schreibt, keine Schwäche zeigen. Keine Schwäche zeigen. Echt, dieses Meme? Ich fand das gar nicht gut irgendwie. Freddy schreibt, das Excuse Me, What the Fuck Meme war super. Ja, stimmt, es war wirklich super geil. Torben schreibt, das Mittwoch-Meme. Och nee. Jakob Esser schreibt, Rickroll wird eigentlich nie alt. Jetzt hör doch auf! Aber am meisten wurde hier genannt, was ich persönlich total vergessen habe und was ich auch nicht gedacht habe, dass das wirklich gewinnt, ist tatsächlich wirklich das Coffin Dance Meme. Wie immer geht hier ein Dankeschön raus an alle Kanalmitglieder. Fühlt euch von mir geküsst, vor allem wenn ihr hetero und männlich seid. Und ein besonderer Danke draus an Exodus, Zenitsu, Lisa Vanilla, Jona, Cookie Island, Surflauschig, Fabian, Die Bohne, Ciolino, Drü und Ehrenkatze für das super starke Unterstützen hier. Ihr dürft euch wie immer das hier abholen, bitte der Reihe nach, nicht alle auf einmal. Es war mir wie immer eine Ehre, für dich ein Video gemacht haben zu dürfen. Bleib gesund, behalte deinen geilen Humor und vergesst niemals, Professor Robert Smith besteht darauf, dass das Fragezeichen Teil seines Namens sein soll. Also heißt er ja eigentlich Professor Robert Smith. Euer CEO. Okidoki.